Ja, hi, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass wir heute mal einen anderen Gottesdienst feiern, wie bisher. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören und bleibt selber aber auch stumm geschaltet, zumindest so lange, bis euch jemand erlaubt, euch nicht mehr stumm zu schalten. Wie gesagt, wir bieten ja normalerweise immer einen Gottesdienst über YouTube an, aber heute haben wir uns mal für ein anderes Format entschieden. Weil wir heute Karfreitag feiern und Karfreitag ist ja ein wichtiger Tag für uns alle, für uns Christen. Es ist der Tag, an dem Jesus gestorben ist und das ist für jeden persönlich natürlich relevant und wichtig. Aber es ist nicht nur für jeden persönlich relevant, sondern auch für uns als gesamte Kirche. Und da lesen wir auch in einem Vers in Epheser 5, Vers 25 diesen Hinweis, da steht nämlich, ihr Männer, liebt eure Frauen. Okay, und dann geht's weiter. Wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Also Christus hat sich hingegeben, das ist Karfreitag, aber er hat sich für die Kirche hingegeben, für die, die an ihn glauben, weil er diese Kirche liebt, weil er uns liebt. Und das ist die Kirche als das Gesamte. Das sind wir als Kirche. Und deswegen wollten wir heute auch jetzt keinen Livestream-Gottesdienst per YouTube machen, wie in den letzten Wochen üblich, sondern hier per Zoom durchführen. Damit wir uns als Kirche einfach auch sehen können, damit wir ein bisschen Gemeinschaft haben können, ein bisschen persönlicher als über YouTube. Ja, und das machen wir ja auch sonst zum Gebet und zu den Hauskirchen, die ja nach wie vor stattfinden, auch per Zoom. Übrigens hatten wir gestern eine richtig lustige und gute Zeit mit den Hauskirchen. Wir haben gestern ein Bibelquiz gespielt und die Hauskirchen sind gegeneinander angetreten. Und ja, die Hauskirche von Jay und Salim hat gewonnen. An dieser Stelle Congrats. Genau. Und deswegen auch heute ein Gottesdienst per Zoom. Unter anderem, ja, weil wir auch das Abendmahl feiern möchten. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut vorbereitet, um das Abendmahl zu feiern. Hier habe ich auch noch was anderes. Dass ihr alle gut vorbereitet seid und schon das bereit habt. Und auch das ist irgendwie per Zoom irgendwie ein bisschen schöner, ein bisschen besser. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, das heute so zu machen. Ja, und jetzt wollen wir noch ein Lied singen gemeinsam und da füge ich jetzt auch gleich den Liedtext in den Chat mit ein. Das heißt, ihr könnt unten den Chat aufmachen, ihr kriegt gleich eine Benachrichtigung hoffentlich und da wird dann der Liedtext drin sein. Wir singen das Lied Mutig komme ich vor den Thron und Hermann und Tatjana werden das anleiten. Hi zusammen. Ja, ich weiß nicht, ob das mit Tatjana klappt. Wegen unserem Kleinst hört ihr vielleicht, kann sein, dass ich das vielleicht auch alleine machen muss. Aber danke für euer Verständnis und singt lautstark mit, dann hört ihr den Rest auch nicht. Das erste Lied ist Mutig komme ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn.
Jesus, der alle Schönheit überbaut. Sohn ist dir, gerecht und treu steht er zu. Ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Ja, vielen Dank, Hermann und Tatjana, die sich hinten um Nathan gekümmert hat. Mutig komme ich vor den Thron. Niemals würden wir es wagen, mutig vor den Thron zu kommen, wenn Christus nicht gestorben wäre, wenn wir nicht im Schatten des Kreuzes stehen würden. Und das ist das Thema meiner Andacht, die ich jetzt, ja, oder der Gedanken, die ich mit euch jetzt teilen möchte, der Schatten des Kreuzes. Und bevor wir darüber nachdenken, ist es sicherlich angebracht, kurz nochmal die Ereignisse von Karfreitag gemeinsam zu lesen. Und da habe ich euch was vorbereitet. Da könnt ihr jetzt hoffentlich mitschauen. Und zwar im Schatten des Kreuzes. Und wir lesen den Bibeltext aus Lukas, Kapitel 23, die Verse 32 bis 49. Könnt ihr gerne mitlesen, das ist die NGÜ-Übersetzung. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, sie lautete: Dies ist der König der Juden.
einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden. Unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Ja, soweit der Text. Und ich möchte jetzt noch kurz beten. Lieber Jesus, wir denken heute an Karfreitag, an das, was du getan hast, an das, was da passiert ist. Und es ist von Relevanz für jeden Einzelnen, es ist von Relevanz für uns alle, die wir an dich glauben. Du hast uns durch dein Blut vereint und du hast vieles aufgegeben, du hast alles aufgegeben und bist Mensch geworden und für uns gestorben. Keine Selbstverständlichkeit und ja, vielmehr noch der größte Akt der Liebe, der jemals geschehen ist. Herr, ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du uns die Augen öffnest neu für das Evangelium, für das Kreuz, für die Bedeutung des Kreuzes, für uns selbst. Ja, und dass es auch eine Reaktion in uns heute hervorruft, wie wir unser Leben gestalten in deiner Nachfolge. Amen. Ja, das Kreuz ist schon eine bittere Sache. Schließlich ist dieser Tag der schlimmste Tag der Menschheitsgeschichte. Noch nie ist so etwas Unrechtes geschehen. Ja, der Sohn Gottes, er war ohne Schuld und wird getötet. Das Kreuz wirft sozusagen einen Schatten auf die gesamte Menschheit. So sagt man es im Deutschen, ja, es wirft einen Schatten und bedeutet so etwas wie etwas ungünstig erscheinen lassen oder negative Konsequenzen andeuten. Ich glaube, dass das an dieser Stelle deutlich untertrieben ist. Es ist ein Tag der Schande für die Menschheit, weil er aufdeckt und das in einer Deutlichkeit, wie bösartig und falsch der Mensch sein kann und auch ist. Als Gutmensch, wie wir alle wahrscheinlich sind, wie wir wahrscheinlich von uns denken, wollen wir gar nicht, dass solche schlimmen Dinge geschehen, dass jemand sterben muss. Man möchte alles dafür tun, dass so ein Unrecht verhindert wird. In diesem Fall wäre das aber fatal. Ja, denn es musste so kommen. Es war notwendig. Und es bedingt die Möglichkeit der Rettung für dich und auch für mich. Und wenn wir es verhindern könnten und auch würden, dann wären wir letztendlich verloren. In einem Lied, das heißt Boasting, schreibt der Künstler Lecrae folgendes. I'm deserving to die, I'm earning your judgment. Without the cross, there's only condemnation. If Jesus wasn't executed, there's no celebration. Auf gut Deutsch heißt das so viel wie, ich habe es verdient zu sterben. Ich habe es verdient, von Gott gerichtet zu werden. Wenn Jesus, ohne das Kreuz bleibt mir nur Verdammung. Und wenn Jesus nicht hingerichtet worden wäre, gäbe es für mich keinen Grund, zu feiern oder mich zu freuen. Ja, für uns Menschen ist es zwingend notwendig, dass das passiert ist. Es ist ein bisschen paradox, weil es ja so traurig ist und doch so gut. Und da gibt es im Englischen ja den Begriff Karfreitag, das bedeutet ja Good Friday, also letztendlich guter Freitag. Und dazu gibt es ein cooles Comic, wie ich finde, das ich gesehen habe. Das möchte ich euch auch kurz zeigen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Also auf Englisch, ich mache diese Konversation auf Deutsch, treffen sich zwei Männer und der eine sagt, ich mag den Begriff guter Freitag nicht. Da fragt der andere, warum? Darauf antwortet er,
Mein Herr wurde an dem Tag an ein Kreuz gehängt. Darauf antwortet der andere: Wenn du an diesem Tag an das Kreuz gehängt werden solltest und er freiwillig deine Stelle einnimmt, wie würdest du dich fühlen? Er antwortet: Gut. Und der andere wünscht ihm dann noch einen schönen Tag. Ja, und so ist das ein bisschen mit diesem Paradox. Es ist traurig und doch so gut. Mehrere Bibelstellen zeigen uns deutlich, dass unsere Freude, die wir jetzt haben dürfen, unsere Freiheit, an diese Bedingung geknüpft ist, dass Jesus stirbt. Jesaja 53, die Verse 4 bis 5 sind sehr, sehr bekannte Bibelverse zu Karfreitag. Und die machen diese Notwendigkeit auch nochmal deutlich. Ich lese sie uns vor. Er, damit ist Jesus gemeint, hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt, denn er trug die Sünde von vielen und trat für die Schuldigen ein. Hier wird der Gedanke der Stellvertretung ganz deutlich. Er für mich, er stirbt für mich. Es wäre letztendlich kein Grund zur Freude da, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Und so sind es irgendwie zwei Wahrheiten, die so ein bisschen nebeneinander stehen müssen. Ja, ich darf leben. Ja, ich freue mich darüber. Aber genauso wahr ist, ja, das gab es nicht umsonst. Jesus ist für mich gestorben. Einen teureren Preis gibt es nicht. Und so gibt es jetzt beide Seiten. Und wie gehen wir damit richtig um in unserem Alltag? Hier kann man nämlich von zwei Seiten vom Pferd fallen. Man könnte vielleicht behaupten oder betonen, ich habe keine Schuld mehr. Ich kann machen, was ich will. Jesus hat ja sowieso schon dafür bezahlt, auch für meine zukünftige Schuld, das ist wahr. Und ich lebe, wie ich möchte und mache, was ich möchte und alles ist super gut. Das wäre aber billige Gnade. Und billige Gnade ist totaler Quatsch, denn es war teuer. Und dann gibt es die andere Seite, die Menschen, die Gnade gar nicht annehmen, die sagen, oh nein, Jesus musste für mich sterben, ich kann nichts, ich darf nichts, ich bin schuld, jetzt muss ich gut sein, ich muss versuchen, Leistung zu bringen. Und man nimmt Gnade gar nicht als das Geschenk an, das es eigentlich ist. Und damit richtig umzugehen, ist gar nicht so einfach. Und da kam mir der Gedanke von dem Thema heute, im Schatten des Kreuzes ruhen. Und ich glaube, dass das eine gute Hilfe sein kann und das möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Mir kam dieser Gedanke vom Ruhen im Schatten des Kreuzes, als ich jetzt diese Woche ein Lied gehört habe. Das Lied heißt Shadows von David Crowder. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Und da heißt es, ich übersetze es auch direkt ins Deutsche. Das Leben ist voll von Licht und Schatten. Das stimmt ja, wir erleben viel Positives, Freude und aber auch Leid. Aber in Zeiten von Dunkelheit bringt er Licht. Er lässt nach der Nacht einen neuen Tag anbrechen. Wenn Schatten auf uns fallen, werden wir keine Angst haben. Wir werden uns erinnern. Wenn alles verloren scheint, wenn der Sturm um uns weht, dann erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat. Wir ruhen im Schatten des Kreuzes. Resting in the shadow of the cross. Das war das, was mir hängen geblieben ist. Es ist ein tolles Lied. Aber wie kann mir jetzt das Bild vom Schatten des Kreuzes im Alltag helfen? Und ich glaube und denke, dass wenn wir ganz bewusst im Schatten des Kreuzes leben, wenn uns das klar ist, dass wir uns in diesem Schatten befinden, dass das eine enorme Hilfe ist und eine Erinnerung. Mit dem Schatten ist das ja so eine Sache. Ja, man sagt ja auch, etwas wirft seinen Schatten voraus. Ja, wenn sich negative Konsequenzen andeuten, habe ich schon gesagt. Und das ist es ja bei dem Kreuz auch. Es ist ein bitterer Tag der Schande für die Menschheit. Aber Schatten spendet ja auch Schutz. Man ist immer hinter dem Objekt, ja, das den Schatten spendet. Zum Beispiel unter einem Schirm, unter einem Sonnenschirm. Wenn die Sonne scheint, ist man im Schatten. Ja. Es gibt ja auch den schönen Vers, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, da sind wir geborgen. Gute Sache. Aber wie ist das, wenn man im Schatten des Kreuzes steht, jetzt ganz bewusst? Eine Sache ist ja klar, man hat das Kreuz bewusst vor Augen. Schließlich ist es ja vor einem, es spendet ja Schatten. Ohne Kreuz kein Schatten. Und auch hier möchte ich mit euch mal ein Bild teilen, um das nochmal zu verdeutlichen. Das solltet ihr jetzt sehen.
Also hier ist das mal so dargestellt. Wir stehen im Schatten des Kreuzes. Ja, es bietet Schutz. Ja, jetzt in dem Fall, ne, vor der Sonne. Man ist im Schatten. Auf der anderen Seite sieht man es aber auch immer, weil es vor einem steht und es ist immer da und es ist uns bewusst, dass es da ist. Genau, diese zwei Eigenschaften hat das Kreuz mindestens. Man hat immer auch vor Augen, was für ein Preis das war, dieses Kreuz. Und es hilft uns nicht zu vergessen, warum wir ruhen dürfen. Also es ist wieder beides. Die Frage ist, warum darf man jetzt im Schatten ruhen? Eins ist ja klar, wenn ihr nochmal das Bild jetzt von gerade eben euch vorstellt, wenn ich aus dem Schatten heraustrete, also wenn ich sage, ich verlasse den Schutz des Schattens, dann sieht es nicht gut für mich aus. Wenn ich denke, ich komme alleine klar, ich brauche keinen Schatten, wenn ich auf meine eigene Leistung und auf meine Kraft vertraue, dann habe ich keine Chance, weil ich kriege nämlich die Last und die Schuld, ja, das Gericht Gottes, das jetzt auf Christus fällt, es fällt alles auf Christus, das trifft mich nicht, weil ich hinter dem Kreuz stehe, ich bin geschützt. Wenn ich aber diesen Schutz verlasse, dann trage ich die Last und Schuld selbst, die ich verdient habe, aber ich bin in keinster Weise dazu in der Lage, es nur für eine Sekunde zu tragen. Im Schatten von jemandem zu stehen, ja, das ist ja bei uns auch ein negatives Sprichwort, ich stehe im Schatten von jemandem. Aber in diesem Fall gibt es nichts Besseres. Liebe Freunde, bleibt im Schatten von Jesus. Ganz ehrlich, versucht euch nicht vorzudrängen. Es geht um Christus, allein um ihn. Und er hat alles dafür gegeben, damit ihr im Schatten Schutz findet. Wie dumm wäre es, wenn wir das nicht in Anspruch nehmen würden? Zusammengefasst, wenn ich unter dem Schatten des Kreuzes bin, kann ich ruhen, weil Christus alles getragen hat. Das ist sehr beruhigend. Und dennoch ist der Preis mir immer vor Augen. Das Kreuz ist direkt vor mir und mir ist bewusst, dass die Kosten für meine Rettung hoch waren. Das ist absolute Gnade. Was ist jetzt dann, das sind jetzt die Fakten gewesen, was ist das nun, was in uns passieren sollte? Was ist unsere Reaktion? Was ist die Anwendung? Ja, was machen wir jetzt mit der Tatsache, dass wir im Schatten des Kreuzes ruhen? Und da spreche ich jetzt alle an, die bereits in diesem Schatten ruhen, also alle, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Ja, diejenigen, die verstanden haben, was an Karfreitag passiert ist. Und wenn du noch nicht an Christus glaubst, ja, und du noch nicht im Schatten des Kreuzes ruhen kannst, dann lade ich dich ein. Unter dem Kreuz ist noch Platz. Mach das noch heute. Finde diese Ruhe bei Christus. Aber alle, die schon an Christus glauben und die im Schatten des Kreuzes ruhen, jetzt ist eben die Frage, wie sieht so ein Leben aus im Schatten des Kreuzes? Wie sollte unser Leben aussehen? Wenn ich vom Ruhen im Schatten spreche, dann denke ich eigentlich eher, da verbinde ich es mal mit Bibione. Da fahre ich in der Regel nämlich in Urlaub hin. Da liege ich im Schatten unter einem Schirm. Ich kann mich ausruhen. Das Ruhen unter dem Kreuz ist sicherlich etwas anderes. Aber was meint jetzt das Ruhen im Schatten des Kreuzes? Es ist eine bessere Ruhe, definitiv. Aber auch eine andere Ruhe. Es ist nicht mit Faulenzen zu verwechseln. Ja, hier steht aber auch ein Frieden, der den Verstand übersteigt im Philipperbrief. Diese Ruhe. Und hier möchte ich wieder einen Ausschnitt aus dem Lied Boasting mit euch teilen. Da heißt es, in Zeiten, die gut sind und in Zeiten, die schlecht sind, ganz besonders. Für jede Zeit, die ich haben werde, darf ich mich freuen. Ich rühme mich des Kreuzes. Ich rühme mich seines Namens. Ich rühme mich seiner Herrschaft. Was ist mein Leben, wenn es dich nicht ehrt? Lass mich das Rennen beenden. Lass mich deinen Auftrag ausführen. So heißt es da in dem Text. Und ja, im Schatten des Kreuzes zu ruhen bedeutet, nicht nur in guten Zeiten zu ruhen, sondern auch in schlechten. Wir können immer ruhen, weil jemand, der stärker ist, den Tod überwunden hat. 1. Korinther 15, die Verse 54 bis 48, sehr, sehr ausdrucksstarke Verse. Da heißt es, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Gott sei Dank, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt kommt's. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich,
was ihr für ihn tut. Hier in dem Vers ist es deutlich: mit aller Kraft für den Herrn einsetzen. Auch das ist Ruhen im Kreuz. Das Rennen laufen und beenden, den Auftrag ausführen und zu seiner Ehre leben. Wir haben einen Hauptauftrag: andere zu Nachfolgern von Jesus zu machen. Die Umstände haben sich gerade in Zeiten von Corona geändert. Aber eigentlich ändert das gar nichts. Unsere Bestimmung bleibt, anderen von der lebendigen Hoffnung von Jesus zu erzählen. Da mal einen Vergleich machen, was Ruhen im Kreuz bedeutet. Paulus war 2 Jahre lang eingesperrt und konnte sein Haus nicht verlassen. Also praktisch Quarantäne. Gut, ihn durften noch andere besuchen. Habe ansonsten 2 Jahre eingesperrt. Wir sind jetzt gerade mal einen Monat eingesperrt. Also von dem her, das ist mal der Unterschied. In dieser Zeit hat er nicht gesagt, na gut, ich bin eingesperrt, ich kann ja nichts dafür, höhere Macht, ja, vielleicht von Gott angeordnete Zwangspause. Also mache ich jetzt mal nichts. Kann ja nicht. Nein, er hat Gas gegeben. Er hat durch Gottes Geist inspiriert, Briefe geschrieben, die heute Teil der Bibel sind. Philipper, Epheser, wundervolle Briefe. Und wenn du jetzt zu Hause bist und eingeschränkt bist in deinen Möglichkeiten, was machst du in deiner Zeit? Machst du eine Zwangspause? Oder wirst du aktiv? Wäre das, was du tust, es wert, es in der Apostelgeschichte aufzuführen? So ist es nämlich bei Paulus gewesen. Apostelgeschichte beschreibt ja so ein bisschen geschichtlich, was ist nach Jesu Tod und Auferstehung passiert in der ersten Kirche. Und da wurde es aufgeschrieben. Und hier schreiben die in Apostelgeschichte 28, Vers 23 folgendes: Sie machten mit Paulus ein weiteres Treffen ab und kamen an den vereinbarten Tag in noch größere Zahl als das erste Mal zu ihm in seine Unterkunft. Er durfte ja nicht raus. Den ganzen Tag über, vom Morgen bis zum Abend, verkündete und erklärte Paulus ihnen die Botschaft von Gottes Reich und versuchte sie, ausgehend vom Gesetz des Mose und von den Schriften der Propheten, davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Das hat er den ganzen Tag gemacht. Wie ist es mit dir? Wie machst du das? Bist du Teil einer Hauskirche? Wie kümmerst du dich zu der Zeit, wie sie eben jetzt ist, um die Leute in deiner Hauskirche? Bist du in einem Worship-Team oder in einem anderen Team innerhalb der Kirche? Kümmert ihr euch umeinander? Oder machst du Kinderbetreuung? Die Frage ist, hast du aufgehört, dich um deine anvertrauten Menschen zu kümmern oder hast du noch Kontakt zu ihnen? Kümmerst du dich um sie? Hältst du auch den Kontakt zu Menschen, die Jesus nicht kennen? Oder machst du eine Zwangspause? Ja, die Umstände haben sich geändert, aber das ist egal. Hör jetzt mal ganz genau zu, weil es sich jetzt vielleicht komisch für dich anhört. Folgendes: Wir erwarten nicht hoffnungsvoll, dass diese Corona-Situation endlich aufhört. Es ist nicht so, dass wir als Kirche endlich darauf warten, wieder loslegen zu können. Nein, wir haben nie aufgehört, Kirche zu sein. Und der Auftrag hat auch nicht aufgehört, für uns zu gelten. Natürlich wünschen wir uns, dass das Leid aufhört und die Situation sich bessert, grundsätzlich. Aber nicht, damit wir als Kirche endlich wieder starten dürfen. Darauf warten wir nicht. Wir sind jetzt da und der Auftrag gilt. Er hat sich nicht geändert. Und ich weiß, ihr sitzt jetzt zu Hause an euren Bildschirmen. Und das ist vielleicht herausfordernd, für mich ja auch die letzten Wochen. Und vielleicht denkt ihr, ja Dominik, schön und gut, aber gleich machen wir den Laptop wieder aus. Dann muss ich meinen Kindern was zu essen machen und überhaupt, morgen muss ich wieder einkaufen. Und dann ist ja noch die Arbeit im Garten, die da bleibt. Und das ist alles nicht so leicht und wir dürfen ja auch nicht raus. Und ich bitte euch, lasst mal diesen Gedanken zu und seid ganz ehrlich zu euch selbst. Ja? Das stimmt. Ich darf im Schatten des Kreuzes ruhen. Es bedeutet ewigen Frieden, Freiheit von Schuld. Aber ich sehe im Schatten auch ganz deutlich vor mir, dass das Kreuz ein hoher Preis war, teures Blut. Was löst das in dir aus? Bist du bereit, eine Reaktion zu zeigen, das Rennen zu laufen, im Alltag trotzdem die Priorität darauf zu setzen, Jesus nachzufolgen? Oder, und jetzt kommt meiner Ansicht nach ein sehr verstörendes Bild, hast du es dir im Schatten des Kreuzes gemütlich gemacht? Hast du dir einen Liegestuhl in den Schatten gestellt vom Kreuz und trinkst gerade eine Pina Colada? Und direkt vor dir
siehst du es zwar, aber nimmst es nicht wirklich wahr, da hängt dein Erlöser am Kreuz, der dir ermöglicht, dass du im Schatten sein darfst und Schutz findest. Und er sagte dir deutlich, was er sich von dir als Reaktion wünscht. Liebe Gott und die Menschen und mach andere zu meinen Nachfolgern. Ganz ehrlich, eine unpassendere Reaktion, als sich einen Liegestuhl zu holen und in den Schatten zu stellen, gibt es nicht. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, mein Vater, es war teures Blut, das du vergossen hast. Ich danke dir dafür, dass es Rettung gebracht hat. Ich danke dir, dass es mich befreit hat und dass es unglaublich teuer war. Es macht uns betroffen und es ist auch traurig für uns als Menschen, unsere Schande zu sehen, unsere Scham zu sehen. Wir alle kennen uns selber besser als jeder andere Mensch und wir wissen, was in uns steckt. Und dass du dafür gestorben bist, das tut weh. Jesus, aber es war notwendig und wir danken dir dafür, dass wir im Schatten ruhen können, dass die ganze Strafe und das Gericht Gottes auf dir liegt und nicht auf uns, dass du uns das ermöglicht hast, das ist reine Gnade. Wir wollen aus der Gnade leben, Jesus. Ich möchte aus der Gnade leben. Ich möchte als Reaktion darauf ein Leben leben, das dich ehrt, worüber du dich freust. Und aber auch immer wieder mit meiner Schuld zu dir kommen und dir Danke sagen für das, was du getan hast. Jesus, segne du jetzt auch das Abendmahl, das wir zusammen feiern. Danke dir, dass wir so miteinander verbunden sind, auch durch dein Blut. Wir sind jetzt gerade nicht zusammen an einem Ort, aber wir sind verbunden in dir, Christus. Und das ist schön. Wir freuen uns auch über die Möglichkeiten und bitten dich jetzt auch, dass du das Abendmahl, das wir gleich feiern, segnest. Dass wir uns da auch nochmal erinnern, was du getan hast und auch verkünden, dass du der Christus bist und dass du für uns gestorben bist. Amen. Ja, ihr Lieben, ich höre euch nicht und sehe auch nicht viele. Ich hoffe, ihr habt alles gut mitbekommen und gehört. Ich möchte jetzt das Abendmahl erklären. Nochmal, wie wir das üblicherweise bei uns auch immer machen. Und dann feiern wir auch das Abendmahl zusammen. Was ist das Abendmahl eigentlich? Das Abendmahl wurde eingesetzt gestern vor etlichen 1000 Jahren, fast 2000. Und da hat Jesus mit seinen Jüngern zusammengesessen, hat das letzte Mal gefeiert. Und er hat dann gesagt, dass sie das Abendmahl immer wieder feiern sollen. Das ist praktisch eine Anweisung von Christus. Wie gesagt, wenn er derjenige ist, der am Kreuz stirbt, dann zeigen wir eine Reaktion. Und wenn er uns sagt, wir sollen das Abendmahl feiern, dann machen wir das auch. Also zum einen ist das wirklich Gehorsam. Aber es soll auch ein Zeichen sein. Da steckt eine viel tiefere Bedeutung dahinter. Es soll ein Zeichen sein für einen neuen, für einen ewigen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Dieser Bund bedeutet, das ist eben das, was wir gerade schon gehört haben, dass wir durch den Tod und die Auferstehung Jesu Vergebung bekommen können und eine persönliche Beziehung zu Gott haben dürfen. Das steht fest, das ist unumgänglich besiegelt mit dem Blut. Und alle, die an Christus glauben, sollen eben dieses Abendmahl regelmäßig feiern. Es hat im Prinzip zwei Funktionen. Das ist ein Gemeinschaftsmahl und dient der Erinnerung und der Verkündigung des Leidens und Sterbens von Jesu. Das heißt, zum einen rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis, und das ist, glaube ich, auch das, was ich mit dem Leben im Schatten des Kreuzes aussagen wollte. Wir brauchen es immer vor uns zu sehen, das Kreuz. Und das soll das Abendmahl auch in uns immer wieder hervorrufen, uns daran zu erinnern. Und dann ist es auch erinnern wir uns auch daran, dann zum Zweiten verkündigen wir auch anderen, die irgendwie uns sehen, die ein Teil der Gemeinde sind, dass wir an Jesus Christus glauben. Und alle, die das Abendmahl nehmen, praktisch drücken aus, ich gehöre zu Christus. Und indem die Gläubigen das Brot essen und den Wein trinken, wird ihnen vergewissert, dass Christus gegenwärtig ist. Er ist hier, er ist da und dass wir auch ewigen Anteil an seiner Erlösung haben. Und deswegen ist das Abendmahl auch das Ausdruck der innigsten Gemeinschaft zwischen Christus und seiner Gemeinde und auch allen wahren Gläubigen untereinander. Also alle, die ihr hier mit dabei seid, wir sind verbunden in Christus. Und wir laden euch jetzt auch ein, das Abendmahl in uns zu feiern, wenn du an Christus glaubst und ihm nachfolgst. Ich hoffe, ihr habt euch vorbereitet, ich habe es vorhin schon gezeigt, mit Wein und Brot. Wir werden jetzt gleich zwei, drei Lieder zusammen singen. Da wird jetzt Hermann wieder, vielleicht mit Tatjana, uns da anleiten. Und ihr könnt das Abendmahl in dieser Zeit einnehmen, natürlich mitsingen. Ich werde auch die Liedtexte gleich wieder in den Chat posten. Und
Genau, nach dem Abendmahl möchte ich euch heute auch einladen, wenn euch etwas besonders in Gedanken gekommen ist, wenn ihr etwas Gott sagen möchtet, was ihr vielleicht in der nächsten Zeit jetzt gleich beim Abendmahl euch bewusst wird, wenn ihr euch äußern wollt, dann wollen wir eine kurze Gebetsgemeinschaft heute anbieten. Das heißt, ihr dürft euch nach den drei Liedern, dürft ihr eure Stummschaltung aufheben, wenn ihr beten wollt. Und dann würde ich sagen, dass 2, 3 Leute gerne mit uns beten und zum Ausdruck bringen und Gott sagen, was sie denken, was sie fühlen, ihn anbeten, ihn preisen. Und nach dieser Gebetsgemeinschaft wird Alex das Gebet abschließen. Und dann sage ich, wie es weitergeht. Also vergesst nicht, eure Stummschaltung aufzuheben, wenn ihr beten wollt, und dann wieder reinzumachen. Ich lese noch die Einsetzungsworte zum Abendmahl aus 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 26. Und da heißt es: Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür und brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Und jetzt dürfen Hermann und Tatjana uns zum Lobpreis anleiten. Du liebtest uns vor Beginn aller Zeiten, gabst deine Liebe, nichts konnte dich halten. Jesus, die Sünde der Welt trugst du auf deinen Schultern, erniedrigst dich selbst, so sehr du bist für uns, Jesus, mein Jesus, so überwältigend. Es macht keinen Sinn, wir können es nicht verstehen, wie sehr du uns liebst. Es ist unvorstellbar und nur dem Himmel klar, wie weit du gingst für uns, nur weil du uns liebst, weil du uns liebst. Du schenkst uns Trost in der größten Enttäuschung, Jesus, mein Jesus. Du bist das Licht, das im Dunkeln hervorbricht, erhebst dich in mir wie die Sonne, die auf. Es macht keinen Sinn, wir können es nicht verstehen, wie sehr du uns liebst. Es ist unvorstellbar und nur dem Himmel klar, wie weit du gingst für uns, nur weil du uns liebst. Nimm mein ganzes Herz. Nimm mein ganzes Herz. Ich halte mich zurück.
gebe mich dir hin. Zu überwältigend, es macht keinen Sinn, wir können es nicht verstehen, wie sehr du uns liebst, es ist unvorstellbar und nur im Himmel klar, wie weit du gehst für uns, nur weil du uns liebst.
forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Where your cross as you wait for the crown, tell the world of the treasure you found. Licht dieser Welt. Licht dieser Welt, du strahlst in unseren Nacht auf. Leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werde ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, ich will mich vor dir beugen. Will mir sagen, du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Herr aller Zeiten, du bist hocherhaben. Herrlich im Himmel erhaben. Doch voller Demut kamst du auf die Erde, zeigst, worin Liebe besteht. Ich will dich anbeten, ich will mich vor dir beugen. Will mir sagen, du nur bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Herr, nie begreife ich dich. Die du am Kreuz getragen hast, Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast, Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz. Ich will dich anbeten, ich will mich vor dir beugen, ich will dir sagen, du nur bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir.
Ja, schön, dass ihr alle bei unserem Gottesdienst dabei wart und seid. Ich habe jetzt nicht allzu viele Besucher gesehen, aber doch viele Leute anwesend. Weiteste Entfernung zu uns hat wahrscheinlich die Tessie, die da ist, aus Ecuador. Richtig? Ja. Schön, dass du dabei bist. Voll gut. Ja, ich habe noch ein paar, was heißt nicht paar, es ist gar nicht mal so viel, Ansagen zu machen. Unter anderem zeige ich euch jetzt, was wir am Sonntag haben. Hier seht ihr den Flyer für Sonntag. Den werde ich natürlich über die gewohnten Kanäle demnächst noch verteilen, also heute Abend noch. Wir feiern am Sonntag wieder Gottesdienst im Livestream. Alex wird die Predigt halten. Es wird um die lebendige Hoffnung gehen, die mit Ostern verbunden ist. Und da gibt es um 17 Uhr wieder einen Livestream auf YouTube zu verfolgen. Ich hoffe, ihr seid da auch weiterhin dabei und dran. Genau, also macht das, nehmt das wahr, verteilt das weiterhin. Ist gut. Ansonsten, klar, unsere Hauskirchen und Gebete finden statt, auch über Zoom. Würde mich echt freuen, wenn ihr da auch die Möglichkeiten nutzt. Ich meine, oftmals ist es ja ein bisschen schwierig im Alltag. Ich hoffe, dass ihr es vielleicht so ermöglichen könnt von zu Hause. Man muss nicht ins Auto steigen. Es ist eine gute Zeit. Und wirklich auch immer diesen Gedanken, nicht nur, was kann ich davon haben, sondern für wen kann ich da sein in dieser Zeit? Was sollten wir jetzt auch gerade in dieser Zeit gemeinsam als Kirche beten? Ich denke, wir sollten diese Verantwortung auch wahrnehmen und da die Zeit dementsprechend nutzen, auch fürs Gebet zusammen. Ich finde es immer sehr ermutigend und es klappt ja auch ganz gut. Freue ich mich. Wie gesagt, bleibt mit uns im Kontakt. Wenn ihr irgendwas habt, hier kann ich mal so sagen, meldet euch, wenn ihr irgendwelche Vorschläge und Ideen habt. Wenn ihr irgendwas braucht auch, meldet euch dann auch. Ansonsten, ja, wünsche ich euch natürlich jetzt ein cooles Wochenende. Ihr dürft gerne eure Stummschaltung jetzt aufheben und ein Wort an alle richten, wenn ihr etwas zu sagen habt, aber jetzt nicht alle durcheinander. Hey. Und ja, in diesem Sinne, ein schönes Osterwochenende und hoffentlich seid ihr am Sonntag dabei.